Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Abo-Post-Opening und dem ersten nach dem Jubiläum. Und heute wird's richtig fett kommen. Schinkenspeaker mit am Start. Auf den gehen wir gleich noch ein. Ich steige erstmal mit dem kleinen oder mit dem sehr viereckigen Umschlag zuerst ein und dann schauen wir uns mal an, was in dem großen Schinkenspeaker drin ist. Ich weiß ja, was da drin ist. Der Gute hat ja wieder ein bisschen gespoilert auf Twitter, aber bevor ich überhaupt über diese ganzen Spoiler weiterrede, schauen wir uns erstmal an, was hier uns der andere Kollege hier eingesendet hat. Das war nämlich der Ersatzbrief für letzte Folge. Hätten wir noch ein bisschen Zeit gehabt. Der kommt natürlich zuerst dran. Oh mein goodness. Was zum Geier ist hier los? Wie ist das getaped, bitteschön? Habe ich gerade die... Ne, das Rapier-Mädchen habe ich nicht gekillt. What the fuck? Was ist das für Briefpapier? Bitteschön. What the hell? Okay. Okay. So, dann schauen wir mal rein, was wir hier haben. Wir haben, ich glaube, einen Rücksendumschlag. Wundela. Und dann haben wir noch einen Brief und Karten zum Signieren und für mich. Und das war's dann auch. Noch nie einen vierkigen Umschlag gesehen. Die sind doch sonst eher so andersformatig, nicht 1:1. Schauen wir mal an, was wir hier drin stehen haben. So, hallo Victor, ich wollte dir auch mal kurz was schreiben. Danke für deine tollen Videos, die mich täglich unterhalten. Ich habe auch noch ein paar Fragen. Gibt es einen Grund, warum du mit Yu-Gi-Oh! Aufhören würdest? Nicht wirklich. Außer vielleicht Familie, Kinder, so, wenn das wirklich zeitlich nicht mehr passt. Ansonsten halt... Nur wenn das Game zu Ende geht, ne? Dann muss man mehr oder weniger zwangsweise oder man kann es noch irgendwie weiterspielen. Eigentlich nicht. Also mehr kann auf jeden Fall niemand das Spiel vermiesen. Das wird auf jeden Fall nicht passieren. Spielst du auch andere Kartenspiele, zum Beispiel am PC, also Hearthstone oder anderes? Nein, tue ich nicht, weil das hier schon genug Zeit in Anspruch nimmt. Mit YouTube zusammen kommt man da zu nichts mehr. Vielleicht habt ihr da es ein bisschen leichter. Findest du, es kommen zu viele Sets und neue Karten raus in kurzer Zeit oder findest du den Rhythmus, ich weiß nicht, ob es einen gibt, gut? Letztes Jahr hat Konami ein bisschen angezogen, was das angeht mit den einzelnen Sets. Könnt ihr mal ein bisschen runternehmen, also irgendwie ist quasi jede zweite Woche ein neues Set drin. Ich merke das bei meinem Opening, dass ich alle zwei Wochen ein neues Set irgendwie öffne und kaum mehr überhaupt zu Random Pack Openings oder zu alten Produkten dazu kommen, weil ansonsten verpasse ich ja auch die ganzen neuen Produkte und muss die dann irgendwann auch mal nachholen. Schon ein bisschen krass, was da so an Speed reingeht. Von mir aus könnte man ein bisschen das Tempo rausnehmen, vor allem weil oft dann irgendwelche Reprint Sets sind, wo dir halt echt extrem wenig Neues drin ist. Das ist nicht sehr hilfreich. Wie findest du die Kubischkarten aus dem Moviepack? Interessant, wenn die fehlende Karte, die es in der OCG gibt, rauskäme. Ich glaube, das ist noch abgesendet, bevor die Gold-Version davon rausgekommen ist. Natürlich ist es interessant. Es ist ein witziges Deck. Also es kann halt extrem schnell OTK'en, wenn es die entsprechenden Handkarten in der Hand hat mit nur einem einzigen Monster. Finde ich auch selbst interessant. Bisher habe ich aber noch keinen konstanten Bild gefunden, dass ich mal das irgendwie hier spielen wollen würde oder spielen könnte erstmal. Da müssen wir noch ein bisschen üben. Vielleicht sollte da noch die ein oder andere Karte noch als Support kommen. Ansonsten aber trotzdem ein sehr cooles Deck. Mit freundlichen Grüßen, Marvin. Danke für deine Einsendung. Und wir gucken mal, was wir signieren können. Ich hoffe, ich konnte deine Fragen gut beantworten. Und ja, das soweit zu dem Kubischdeck. Also finde ich auch persönlich ein ziemlich cooles Deck eigentlich. Habe ich bisher aber noch kein tolles Bild dafür gefunden. Und da kommen wir auch zu den kubischen Crimson Nova, Dreiheit, Kuribo, Dunkles Magiermädchen, Dunkler Paladin und Grinosaurier. Sehr cool. Sehr paar klassische Karten. Die kriegst du definitiv signiert. Legen mich immer schön zur Seite. Und dann gucken wir uns den für dich Umschlag an. Ah. So, da haben wir ein paar Karten. Wir haben ein bisschen was aus dem Moviepack. Angriff Wyvern, Mahat, Gram. Oh, Supersoldat, sehr nice. Der große Rote. Und dann ein paar Comments aus Dark Illusion. Oh, Gofu, sehr cool. Das große Abstimmgummi. Und noch ein Gofu, wow, nice. Sehr cool. Dankeschön. Und nochmal Ritter, und hier nochmal Ritter des Buben, beste Karte, sehr nice. Danke sehr, vielen Dank für deine Einsendung. Kommen wir gleich direkt zum nächsten. Wir haben ja ordentlich was abzuarbeiten. Den dicken Klotzkowski, den nehmen wir uns gleich vor. Wir schauen jetzt erstmal rein, was hier drin ist. Hier ist ja nicht meine Absenderadresse, nur irgendwie so eine digitale Absenderadresse. Ich hoffe, da gibt es einen Rücksendeumschlag mit Adresse oder so, falls er was zurückgesendet haben möchte. Dann machen wir nochmal hier mal auf so. Schauen mal rein, was da drin steht. Wir haben... Oh, ich glaube, da ist etwas rausgefallen. Was zum Henker ist das? Okay, eine coole Kartenhülle für mich ist auch dabei, okay. Schauen wir mal an, was der Rest ist. Wir haben einen Rücksendeumschlag tatsächlich.
Oh. Das wurde mal wieder kräftig zensiert, wahrscheinlich von mir in der Post-Production. Okay, wir haben keinen Brief drin. Wir haben einfach nur Stuff. Oder steht das hier drin? Ach, das steht hier drin. Das ist mit der Adresse dahinter. Yeah, ich glaube, die kann man aber dann nachher... Die sieht man, glaube ich, nicht, wenn ich das nachher vorlese. Das ist okay. Immer wieder überraschend, mal random Adressen einfach mitten im Brief zu finden. Hallo, Random Rain. Ich bin ein Fan von dir und mein Freund auch. Er und ich haben 5 Karten. 5 von mir und 5 von meinem Freund, die du bitte unterschreiben kannst. Okay. Erstens ist für dich. Zweitens bitte unterschreiben. Mit freundlichen Grüßen, Tobias und... Roland? Rauland? Rauland oder Roland? Also, Ranland? Rauland. Ranland oder Rauland, glaube ich. PS, mach weiter so wie, und bleib so, wie du bist. Super. Alles klar, das ist ein Quickie, den wir schnell durchhaben. Und dann kriegen wir hier eine coole Kartenhülle. Ist auch noch für mich hier mit dem coolen Skullman hier. Max 2005. Ist das so alt oder wie? Dann schauen wir mal an. Wir gucken erstmal die Karten zum Signieren an. Ja, sicher, schön, dass du überhaupt eine Rücksendeadresse mit dabei wärst. Wenn ich dabei wäre, wüsste ich gar nicht, wo ich hinsenden soll. Wir haben schön mal so ein bisschen die ganzen nordischen Götter, Chimäre. Dick Wortsack, oh cool. D-Augen, Schlagzeugdrache, Urteilsdrache, Äther, eine Schwarte, ein schwarzes Loch und erdgebundener Wirbelwind. Die gibt es auf jeden Fall für euch signiert. Sehr cool. Lege ich mir direkt mal zur Seite. Und dann schauen wir mal an, was es für mich gibt. Ich sehe hier schon einen Gods. Den Gesandten der Finsternis. Sehr cool. Metaion, Gandora, dunkler Paladin, Weisheitsaugenmagier, yeah, Opfer des linken Arms. Digga, die Karte wird doch momentan gut gespielt, oder nicht? Also, in Infernoids oder so ist sie doch, glaube ich, jetzt gut. Naturia Ungeheuer als Ultra, wow. Das ist echt cool. Drachenfeuerfluch, japanisches Marshmallow, sehr nice. Dann haben wir wieder Ritter, so schön ordentlich die Ritter hier, die kriegen wir anscheinend immer öfters eingesendet. Und ein paar Elemental Heroes. Danke sehr. Das Opfer ist schon ein ziemlich gutes Super Rare aus dem Set. Auch wenn die jetzt ein bisschen angedönert ist, ist sie trotzdem noch ein paar Euro auf jeden Fall wert. Sehr cool, danke sehr. Das war schnell. Das heißt, wir können auch relativ schnell zu dem Ding kommen. Das ist von dem guten J-Punkt, sage ich mal. Ich glaube, er wird seinen Namen sowieso nochmal drin nennen. Möchte ich jetzt nicht so vorwegnehmen. Der hat uns schon mal, ich glaube schon zweimal, ein paar Borleans eingesendet. Und er dachte sich, okay, das war noch nicht genug. Ich sollte auf jeden Fall den 180er Beiner voll kriegen. Deswegen hat er ein paar Borleans besorgt. Ein paar. Das schauen wir uns mal an. So. Das muss ich auch jetzt... das Häppchenmädchen rauscutten hier, weil ansonsten komme ich gar nicht durch den Brief. So, und wir haben ordentlich Stuff hier drin. So, da ist der Brief. Das ist, glaube ich, das Limit, was man so an Fatness durch den Briefkasten kloppen kann. Alles klar, das ist alles. Karte zum Signieren in der blauen Hülle gehört noch zu deinen Umschlägen. Für dich, für mich. Ich glaube, dass du das bist. Hier ist der Rücksendumschlag. Adresse ist da, sehr schön. Ich glaube, ich habe auch wieder durchs Bild gehauen. Nochmal ein bisschen editieren, macht Spaß und ist kostenlos. Alles klar, wir gucken uns den Brief an. Und ja, wir schauen uns einfach mal an, was hier drin steht. Ich lese das mal durch und dann kann ich euch erzählen erstmal die ganze Sache dahinter. Es sei denn, er schreibt das schon hier drin. Hallo Victor, aka Random Brain. Ich dachte, ich schreibe dir nochmal einen Brief. 6.01.2016. Du denkst wahrscheinlich gerade, wie nochmal? Ja, ich habe dir schon mal einen Brief geschickt. Aber Post Opening 36 war der Kollege mit den ganzen internationalen Nixon-Rüstungs-Abis Borleans. Wir beide haben uns noch auf der YCS Bochum gesehen und zusammen ein Foto gemacht. Nochmal danke dafür. Oh ja, das ist auf jeden Fall. Fragen. Erstens, würdest du in Mermel Nixon-Rüstung-Abis Borleans spielen? Ist eine solide Karte, ne? Haben wir gehört. Kann OTKs real machen, ne? Also so schlecht ist sie ja nun auch nicht. Irgendwann wird sie bestimmt spielbar. Mal sehen wann. Zweitens, wann spielst du mal wieder dein Mahavailo-Dex auf den Locals? Moment mal. Die Frage hast du eingesendet, bevor ich das Deck noch gespielt habe. Ich glaube, das habe ich eine Woche später oder so dann tatsächlich auf den Locals gespielt, weil ich hatte Mahavailo ja... noch nie gespielt, bis dato. Wir haben es gespielt. ich glaube, das hat dich bestimmt hat viele Leute gefreut, weil das Video sehr gut angekommen, weil es eine sehr interessante Deck-Idee war und ja, wir haben es gespielt tatsächlich, also ich habe es gespielt. das wären jetzt alle Fragen, die ich habe. Kommen wir zu den Umschlägen. Im Umschlag 1 sind die Karten zum Signieren, sind leider 6 Karten, aber die Karte in der blauen Hürre gehört noch zu deinen Karten.
In der blauen gehört noch zu deinem. Okay, und in Umschlag 1, 2 und 3 sind ein paar random Yu-Gi-Oh!-Karten für dich. Ich hoffe, man sieht sich im Jahre 2017 irgendwann auf Locus, Regionus, EMs oder wieder auf einer YCS. Gibt ja neben Bochum noch Prag, Liverpool und Rimini. Gibt auch noch andere Plätze. Es gibt auch in Frankreich und so manchmal YCS, das haben wir schon länger nicht mehr gehabt. Mach weiter so mit deinen Abo-Pass-Openings oder allgemein mit deinen Videos und nochmal schöne Grüße aus dem Sauerland. Ich wünsche dir dein treuer Abonnent Julian aka Kapaloronix 265 auf yugiohcardmarket.io. So, jetzt kommen wir zu den Sachen erstmal. Ich muss erstmal kurz erzählen, was er gemacht hat. So, er hat mir nämlich irgendwann mal random ein Foto dann gesendet von einem kleinen Einkauf, den er gemacht hat für die Abo-Post-Openings. Und zwar hat er mehr oder weniger halb Card-Market aufgekauft, indem er Abyss-Borleans eingekauft hat von allen Händlern. Das ist sogar so weit gelandet, dass das in einem von TCG Atzenjens Videos dann gelandet ist, weil bei ihm auch alle aufgekauft worden sind und er hat sich gefragt, warum, weil das auf einmal so eine große Menge, die angefragt wurde und dass der Preis dann von der Karte hochging. Ich sag ja, wir machen diese Karte irgendwann wirklich teuer. Und da habe ich mich auch unter dem Video gemeldet und er so, nein, es kommt nicht wegen dir. Und dann habe ich nochmal bei Twitter nachgecheckt, oh ja, doch, das kommt wegen mir. Nur wegen diesem Kack-Ballien, den ich hier mal gezogen habe, manipulieren wir jetzt die Preise mehr oder weniger. Und der Junge hat hier mal richtig zugelangt, da gibt's richtig Döner gleich für uns. So. Der Ordner wird explodieren an Borleans. Das wird so krass werden. Daher ist das keine Überraschung für mich, aber ich freue mich ja trotzdem, dass was da alles so drin ist. So, schauen wir mal an, was wir hier haben. Oh, wir haben noch ein paar Borleans extra. Sehr nice. Er meint, in den blauen Höhlen sind für mich, das sind hier, wie viele Toploader? Das sind 6. Hä? Oder sind die Borleans nur einfach nur zum Schutz da? Die Borleans hast du so als quasi Kondom da reingepackt, oder? Wie kann ich das verstehen? Weil du meinst, du hast 6 Karten, da sind doch dann aber nur 5. Oder willst du den Ballin signiert haben? Oh. Digga. Boah, das Tape ist real. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier ein Heroic Champion Excalibur. In Ghost. Sehr cool. Evil Summer Exiton Knight. Secret Army. Oh, den muss ich mir mal angucken. Oh, einen amerikanischen Exiton. Ich weiß gar nicht, liegt meiner hier auch noch irgendwo in der Nähe? Ich glaube, den habe ich gerade nicht griffbereit. Mein guter Exiton. Der ist nicht, der ist zwar Englisch, aber nicht Ami. Wow, das sieht mal ganz anders aus. Komm mal wieder. Also, wäre mal schön, wenn du wieder da bist. Ein Ghost Red Dragon Archfiend in Spanisch. Okay, sehr cool. Hatten wir ja mal so ein Missprint gezogen damals in dem besten Opening aller Zeiten. Performable Pendulum Sorcerer, auch amerikanisch. Sehr cool. Und, ach, hier sind dann nochmal 2 Karten drin, oder wie? Oder eine doppelt gesleeved? Oder, ach, das ist einfach deine Custom-Karte. Kapalorix 265. Okay. Aber was ist jetzt hier mit den 6 Karten? Was hat das jetzt damit auf sich? Okay, sind leider 6 Karten, aber die Karte in der blauen Höhle gehört noch zu deinen Karten. Das heißt, die muss ich unterzeichnen. Die guten hier. Oder darf ich unterzeichnen? Und der gehört mir, der gute Ballien hier. Alles klar. Du wirst nicht der Letzte sein. Irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass du nicht der Letzte sein wirst. Wir schauen mal an. Ich nehme an, dass wir ein internationales Pack haben, ein Ulti-Pack und ein Ultra-Pack. Das kann ich mir auch so vorstellen. International so im Sinne von halt wirklich so Spanisch, Italienisch und sowas, Portugiesisch. Mögen die Ballians mit uns sein. Oh. You need some balls to play Ballian in Mermails. Oh yeah. So. Natürlich, Panzertaped is always. Immer wieder ein Spaß, das Zeug rauszukriegen. Alter. Machen wir hier so einen Rundumschlag. Immer schön tief reingehen. Das haben wir ja beim letzten Opening gemerkt. Ansonsten kratzt man irgendwelche anderen Dinge ab. Genau, ich glaube, das ist das internationale Pack, könnte ich mir vorstellen. Jetzt habe ich die Hülle mehr oder weniger gekillt oder was? Naja, komm schon. Digga. Das ist einer richtig am Ausrasten. Achso, das ist deine Special-Technik für die Borleans. Wir haben hier ein paar spanische. Ich glaube, das sind alles Spanische hier. Sehr schön. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich glaube, er meinte, er hat 100 Stück eingekauft. Also wir müssten eigentlich dann 100 Borleans hier drin haben. Oh mein Gott. Allein das Borlean-Unboxing, das wird jetzt ewig dauern. Zack. Dann haben wir nochmal Spanische. Schauen wir uns nochmal an. Sind es auch alles Borleans? Borleans are confirmed. As being Borleans. Tschick. Nächstes Borleans Package. Oh ja, spannendes Opening. Was werden wir wohl aus den anderen Packs ziehen? Upsala. Dann haben wir nochmal, aber jetzt italienische Borleans. Ein paar First, ein paar Nicht-First.
Du weißt aber ganz genau, worauf ich stehe, ne? Also ich stehe eher auf die Tachyon-Borleans, die Megapacks sind so ranzige Abklatsche davon. Okay, dann habe ich hier die spanischen, die italienischen. Dann schauen wir mal an, welche wir hier haben. Ich wette, wir kriegen sie in allen Sprachen heute. Einfach jede Language, damit auch totale Gleichberechtigung quasi hier bei unseren Borleans herrscht. So. Oh my goodness, oh my damn. Oh my Borlian, you're going ham. Wir haben dann noch weitere Spanische hier. Alles klar, MP verschnitte ein paar. Naja, MP sind halt nicht so solide. Sind aber in der Theorie, glaube ich, gar nicht mal so viel seltener, weil halt Ultras ein bisschen schwierig zu ziehen ist trotzdem, weil da sehr viele Ultras in den MP14 drin waren. Dann habe ich hier wieder italienische, gute Tachyons, ein paar MPs. Nehmen wir es mal so mit. Und dann haben wir den nächsten. Oh my goodness. Das ist viel. Da haben wir jetzt Spanische, ne? Jupp, wir haben ein paar Spanische. Sehr nice. Ich glaube, spanische Borleans sind die beliebtesten in der TCG. So, dann kommen wir zum nächsten Pack. Oh, ist das noch gefühlt noch dicker als das vorherige? Ich glaube, das letzte ist relativ dünn. Das sind bestimmt die Ultis. Das sind die, die er sich nicht leisten kann, weil Ultis way too expensive. So, boah, die gehen fast 1 Euro. Nein. Ich ging mal 2 Cent die Karten. Bro, wenn richtig, dann Ulti Tachyon. First. Ami. Und Deutsch geht auch. Die Envoy würde nur Deutsche nehmen. Aber er will ja keine Borleans. Das will er nur ich. So, jetzt kommen wir zu den Deutschen. Sehr schön. Das ist die richtige Sprache. Die verstehen wir alle hier. Da haben wir jetzt mal auch gleich ein paar. Das sind erstmal alles so MP-Verschnitte. Ist vielleicht nicht so cool. Dann schauen wir mal an, was wir hier weiterhin haben. Da haben wir Englische? Nee, das sind amerikanische. Gott. Das ist extra gemacht, ne? Das ist extra gemacht. Alle schon längst geskippt hier. Die wissen gar nicht mehr, was sie gucken sollen. Das sind Amis. Das ist cool. Die sehen nice aus. Das sieht man halt auch am Artwork so ein bisschen, dass die Karte allgemein ein bisschen heller ist. So, da kennt man die amerikanischen, kann man die amerikanischen Ultras von den deutschen oder halt englisch, also britischen unterscheiden. Dann haben wir hier reguläre Deutsche wieder. Schon wieder sehr viel MP-Verschnitt. Da gönnt sich mal jemand nicht wirklich, ne? Also, ich würde ja schon Tachyon öfters hier erwarten, aber naja. Vielleicht hast du dir ja die Tachyons eher für die Ultis aufbewahrt, anstatt für die Ultras, weil, ne? Who needs Ultras, Bro? Wenn du Ultis haben kannst. So. Ich weiß auch gar nicht, was ich sagen soll, weil mehr fällt mir auch langsam auf Borleans nicht mehr ein. So. Da haben wir jetzt reguläre Englische aus Tachyon, aber das ist sehr cool. Das sind keine Amis, obwohl die letzten zwei, die kommen schon fast an Amis ran. Aber nee. Das sind reguläre Englische. Die lege ich mal hier zur Seite. Das sind keine Amis. Die kann ich noch unterscheiden. Da sollte man auch unterscheiden, weil viele mögen amerikanische teilweise mehr und einige weniger, dann kann man wenigstens die unterscheiden. Dann haben wir hier nochmal ein paar reguläre Borleans. Oh Gott, das ist immer so eng, das Helle. Manchmal sind einige Englische auch so hell, dass sie fast aussehen wie amerikanische. Das sind reguläre Englische. Die gehen dann dahin. Relativ wenig Deutsche und so wie ich das sehe, haben wir keinen einzigen aus Tachyon bisher in Deutschen. Da hat jemand wirklich für sich wahrscheinlich für die Ultis aufgespart, oder? Hier haben wir nochmal Englische. Auch keine portugiesischen, ne? Und keine französischen. Was ist denn los hier? Sehr solide. Und dann kommen wir zum letzten Umschlag. Da sind bestimmt die Ultis mit dabei. Tja, wenn ihr bald Borleans kaufen wollt, hier, ne? Sich ein 10er das Stück. Oh my goodness. Das ist so ein fucking Spaß. Ach du Scheiße, die sind alle nochmal komprimiert. Come on, Bro. Come on. Oh ja, Ultis. Sehr gut. Sehr nice. Sogar Double-Sleeved. Sehr schön. Ich glaube, das sind reguläre amerikanische Ultis. 3 Stück. Amerikanische, englische Ultis. Die legen wir mal hier mit rein. Wir hatten hier auch nochmal einen. Das ist auch ein regulärer englischer. Steh nicht, warum der dann in die Hülle musste da. In den Toploader. So als Vorwarnung oder was? Das sind amerikanische? Das kann man erkennen. Auch bei den Ultis kann man das erkennen. Der Ulti-Print ist anders. Da sieht man das, dass das Ulti heller ist.
Obwohl, ja, nee. Würde ich gar nicht sagen, glaube ich. Moment, das sind, glaube ich, nee. Das sind einmal drüber füllen. Nee, das ist eine reguläre englische. Amerikanische haben einen ganz anderen Ulti-Print. Der fühlt sich ganz anders an. Der fühlt sich überhaupt nicht so fühlbar an wie bei uns. Tut mir leid, das war eben eine Fehlinformation. Nochmal 3 Mermaile bis Borleans. Regulär. Ich habe halt einen Order as Pendulum Dragon in Ulti amerikanisch und englisch normal und man merkt richtig den Unterschied zwischen denen. Das müsste jetzt auch das letzte Ulti Package Combination Thingy sein. Und noch ein paar weitere. Oh. Digga. So. Ich hoffe, ich habe keine Borleans verletzt. No Borleans have been hurt during filming this video. Jo. Sind das reguläre? Das fühlt sich komisch an. RIP. Oh, jetzt haben wir mal Deutsche. Na, endlich mal. Sind zwar durchgedönert, aber trotzdem zum Sammeln gut. Okay, da haben wir sogar noch mal ein paar durchgedönerte. Sehr nice. Okay, da haben wir... Was? Oh, jetzt haben wir mal einen italienischen, einen spanischen und einen deutschen mal so in einem kleinen Mix. Okay. Und dann ein paar durchgedönerte anscheinend. Aber sehr wenig Deutsche, nur 2 Stück. Da habe ich ja eine größere Sammlung gehabt, als das, was du mir gerade eingesendet hast an Deutschen. Sind zwar durchgedönert, aber immer noch gut zum Sammeln. Ah, okay. Ah, hab hier ein Mädchen. Okay, das ist eine Überraschung. Mahavailo? Oh, Mahavailo gibt es ein Dual Terminal. Upsala, da hau ich mir einfach mal direkt die Cam raus. Moment mal. Mahavailo gibt es in... Welche Rarity ist das Original? Ist das Common? Das ist Common Dual Terminal. Freaking geil! Nice! Jetzt muss ich meine Originale kommen und die Dual Terminal spielen. Instant Safe! Geil! Hab ich ein Mädchen, mach eine Weile und abstimmen, Gubbi. Sehr nice. Okay, ich zähl mal kurz, wie viele Borleans das sind und dann sehen wir uns gleich wieder. So, es sind 112 Borleans. Meine Fresse, ist das ein Haufen. Oh ja, das wird ein bisschen Zeit dauern, die alle einzusortieren, aber gut, dann ist der Borlean Binder dann auch bald ready und for Trade-Off, wortwörtlich. Und dann würde ich sagen, wir gucken uns nochmal einen weiteren Brief an. Ich möchte jetzt nicht unbedingt nur 3 aufmachen. Ich habe hier noch so einen schönen, richtig geilen grünen und die würde ich gerne nochmal durchnehmen, bevor wir hier Schluss machen. Vielen, vielen Dank für die Borlean-Einsendung. Hast du ja dich selbst ein bisschen gespoilert, sodass ich weiß, was kommt, aber ich nehme gerne eine Borlean-Spende entgegen und vor allem finde ich es den Mahavailo absolut geil. Ich wusste gar nicht, dass es in den Dual Terminal gibt. Sehr, sehr cool. Sehr geil. Das gefällt mir hart. Dann schauen wir uns mal den Brief hier an, den wir hier vorne haben. Wir haben so, da haben wir den Brief zur Seite, den Grünling. Wir haben sogar was hier drin. Schauen wir mal rein. So, hallo Victor, ich bin ein Fan deiner Videos und muss sagen, die sind echt gut. Ich habe ein paar Karten für dich, ich hoffe, sie gefallen dir. Kannst du mal meinen YouTube-Kanal besuchen und ein Video kommentieren? Wäre echt nett. Ich mache selbst Yu-Gi-Oh!-Videos. Du kannst ja mal deine Meinung reinschreiben unter eins der Videos. Yu-Gi-Oh! Stuff XD heiße ich dort. Yu-Gi-Oh! Stuff XD, okay. Kann man mal vorbeischauen, ne Leute? Dort schöne Grüße von mir an dich und sei weiterhin so ein guter YouTuber. PS, wegen Yu-Gi-Oh! Turniere muss man ein Ticket kaufen oder wie darf man bei Turnieren mitmachen? Naja, du gehst, also wenn du bei Turnieren mitmachst, du gehst dorthin, bezahlst normalerweise den Eintritt, also sagen wir jetzt mal auf Locals, bezahlst dann am Tresen dann halt den Eintritt, wird meistens in Booster umgewandelt, die du dann halt als Teilnahmebooster bekommst und ein bisschen was von den Eintrittspreis geht dann in den Preispool. Kostet dann halt entsprechend, je nachdem wie der Laden das dann aussetzt. Wenn du auf größere Turniere gehst, wie Regionals, dann gibt es da feste Preise. Ich glaube, bei Regions sind das immer 12 Euro, dann kriegst du 3 Booster dafür. Auf großen Turnieren wie YCS sind das, glaube ich, dann 20 Euro und dann kriegst du 5 Booster. Also es wird immer ein Booster mit 3 Euro quasi, glaube ich, bewertet. Das macht gar keinen Sinn bei 5. was auch immer, die werden halt immer mit entsprechenden Preis bewertet und dann nimmt man halt teil an dem Turnier und so ist das halt. Es gibt kein Ticket wirklich, du gehst dahin, meldest dich an und du wirst dann direkt in das System, das ist meistens KTS, eingetragen. Das ist
ist Konamis Tournament-Software oder was auch immer. Ich gebe, glaube ich, noch eine zweite. Dort wirst du eingetragen und dann bist du quasi ein automatischer Teilnehmer. Dafür brauchst du halt diese Kossi-ID, die Karte. Wenn du keine hast, ist das kein Problem. Normalerweise, immer wenn ein Turnier veranstaltet wird, muss auch die Regionals oder die Locals auch oder die YCS auch Kossi-Karten austeilen. Die werden von Konami immer in die Tournament-Stores auch ausgegeben. Und dann kriegt man eine davon und dann sollte man die behalten. Und dann mit der kann man dann an weiteren Yu-Gi-Oh!-Turnieren teilnehmen. Und ja, das ist so die grobe Übersicht dazu. Okay, wir schauen uns mal kurz die Karten an. Die sind dann anscheinend alle für mich, kein Rücksendeumschlag, alles klar. Wir haben Drachenmeister Ritter, Spiegel des Drachen, leuchtender blauäugiger Drache, tausendäugiges Opfer, dunkle Todesfurcht und Hellpomer. Danke sehr. Tolle Karte, ich muss mal endlich mal das Deck dazu bauen. Ich bin echt dazu lange Zeit nicht gekommen. Ich glaube, mit im Sinne der Link-Summon würde ich da mal irgendwas ausprobieren, wenn wir denn soweit sind, dass ich da tatsächlich mein Drachenmeister Ritter Deck baue. Einfach nur, weil es vielleicht ein bisschen was bereißen kann vielleicht zu der Zeit. Schweigsames Brennen, Seelentausch, kinetischer Soldat, Drachenode, Majestät mit den blauen Augen, Zuflucht der zur Unterwelt, Tributexplosion und schweigsamer Paladin. Wow. Sehr cool. Danke sehr. Vielen, vielen Dank. Ja, das war die Episode für heute. Das waren viele Borleans. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit der Überborleanisierung. Ich kann mir vorstellen, dass nächstes Mal, wenn der gute Kapalorix oder wie genau der Account heißt, uns nochmal die einsetzt, dann gibt es, glaube ich, keine mehr auf Card Market und auf eBay. Dann habe ich alle. Oh my goodness. Mal sehen, ob wir den Preis der Karte noch irgendwann tatsächlich mal auf 5 bis 10 Euro heben können, weil es einfach keine Kopien mehr gibt, weil die alle bei mir sind. Das wäre so witzig, einfach eigenes Borlin-Imperium aufzubauen. Okay, ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Das war's dann hier von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.